Hallo Steinbock, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Steinbock. Hinter dem Deck die Karte die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, Sternzeichen Waage. Aber wow, Steinbock. Also, wir haben eine ziemlich interessante Energie bei dir gerade. Ziemlich sogar. Also, die Karte die Gerechtigkeit, einen wichtigen großen Arkana, eine juristische Situation vielleicht bei dir. Eine juristische Sache und jede Situation ist ja anders. Von da aus, es spricht für was anders, also Arbeit, Familie oder ja, also diese Karte hat auch viel mit Karma zu tun. Aber ich meine, Karma spricht ja für uns allen, ne? Wir sind ja täglich mit unserem eigenen Karma beschäftigt und es ist auch nicht anders als einfach die Konsequenzen von unseren Taten zu konfrontieren. Also eigentlich ist nicht anders als das, ja. Und das hat eigentlich nicht unbedingt mit dem Universum zu tun, sondern mit unseren eigenen Taten, ja. Von da aus, es gibt nur einen Verantwortlichen am Ende und das sind wir selbst, ja. Für unsere Konsequenzen, ja. Also es ist einfach so. Die Sache ist natürlich, dein Schicksal ist da und die karmischen Situationen sind da und die Prüfung ist da, die Lektionen sind da und die Gerechtigkeit. Also von da aus, wir schauen jetzt, Steinbock, was das hier für dich ist. Die Karte, die Liebenden. Ich sehe natürlich Kommunikation, ja. Also die Karte, die Liebenden und die Karte, die Gerechtigkeit. Du siehst ja, die Situation ist deutlich, eine karmische Situation. Und Luftelement bei dir, Zwilling, Waage, Wassermann. Die Luftelement ist bei dir sehr stark. Und ja, ich sehe hier eine wichtige Kommunikation, tatsächlich. Eine wichtige Kommunikation. Also, was ich auch so für mich hier sehe, eine Scheidung, ja. Das ist für mich jetzt, ja. Also, es muss aber nicht für dich reden, wenn du glücklich bist in deiner Beziehung. Ja. Ja. Übrigens, ich würde mir keinen Tarot anschauen. Wenn ich glücklich in meiner Beziehung bin, schaue ich mir gar keinen Tarot an. Das kann ich dir wirklich sagen. Ja, es ist, das macht man nicht. Aber hier sehe ich eine Scheidung. Eine klare Scheidung. Eine klare Scheidung und es hat mit einer dritten Person zu tun, natürlich. Also, das spricht für Liebhabern. Also eine Situation, die jetzt man sehr lang in so eine Verbindung war oder ein Verhältnis war und man trifft jetzt klare Entscheidungen. Eine Person leidet und die andere Person wird jetzt genommen. Also so eine, einfach ist das. Es ist eine wichtige Entscheidung hier. Die Entscheidung ist wichtig. Wenn das Arbeit für dich ist, ist sehr positiv auch. Das will ich dir aber sagen, Steinbock, wenn wir hier jetzt über Arbeit reden, ist sehr positiv für dich, ja? Natürlich, wenn wir jetzt hier über eine Beziehung reden, ist auch positiv. Weil, wenn ich mich scheiden lasse, ist, weil ich nicht glücklich war. Von da aus, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffe, oder Veränderungen in meinem Leben durchführe, sind natürlich, damit es mir besser geht, ne?
Also von da aus, eine Scheidung ist auch positiv, natürlich. Ich lasse mich nur scheiden, wenn ich nicht glücklich bin. Und sollte mein Partner für mich das entschieden haben, ist auch gut, ist auch positiv, weil was will ich mit einer Person zusammenbleiben, die mich nicht will oder die mich nicht liebt? Das will ich für mich gar nicht. Also ich liebe mich schon selbst sehr. Ich möchte auch bei mir eine Person haben, die mich auch genauso liebt, wie ich mich selbst, ja. Und wenn eine Person mich nicht liebt, braucht bei mir auch nichts zu bleiben. Ich mache gerne die Tür auf, damit die Person geht, ja. Von da aus, ich sehe hier so eine Situation, wir schauen jetzt. Also die Energie ist eine starke Energie, wir haben zwei wichtige große Arkane. Ja, und ich sehe schon eine familiäre Situation für eine Gruppe hier, ja. Schau mal bitte jetzt die Karten, die für dich gekommen sind. Der Hierophant Nummer 5. Der Hierophant deutet auf Veränderungen. Und das haben wir bei dir auf dem Tisch. Wir reden hier schon über Veränderungen. Also, und diese Veränderungen haben auch sogar damit zu tun, dass eine Person sich scheiden lässt. Jemand lässt sich hier scheiden. Entweder jetzt, Steinbock, weil du diese Kommunikation bekommst, jemand kommt auf dich zu und sagt, ja, ich lasse mich scheiden, ich habe mich jetzt getrennt. Ich möchte mit dir eine erste Beziehung anfangen. Ich möchte dich in meinem Leben haben. Ich möchte dich, weil ich dich liebe. Und hier gibt es eine Korrespondierung. Also ich liebe dich und du liebst mich. Ich habe hier zwei Menschen, die das Gleiche fühlen. Wir reden hier über den Schicksal. Wir reden hier über Zwillingsflamme. Und wir reden hier über eine Situation, die so sein musste. Es musste so kommen. Weil wir reden über eine klare Führung, eine göttliche Führung und zwei Menschen, die zusammen sein sollten, ja, wenn die Umstände dafür gut sind. Wir wissen ja, wenn ich meine Zwillingsflamme treffe und die Umstände nicht so günstig dafür sind, dann können wir nicht zusammenleben oder zusammen sein. Ja, und es ist einfach so. Aber hier sieht schon eine Sache, also ich habe hier schon eine sehr wichtige Legung. Ja. Momentan habe ich das bei Sternzeichen Krebs gefühlt, bei Sternzeichen Löwe und jetzt spüre ich das bei dir. Diese Situation, dass zwei Menschen sich finden, ja, zwei Personen, die zusammen sein müssen, weil dein Schicksal so will, weil das Universum es so möchte und weil Gott das auch so will. Also es ist eine starke Legung bei dir gerade. Wir bewegen uns alle nicht in der gleichen Zeit. Für manche kommt das hier ziemlich spanisch vor, für mich nicht. Ich rede ja Spanisch. Also Steinbock. Ich sehe hier der Hierophant, Sternzeichen Stier. Ich sehe hier wieder einen wichtigen, großen Arkana. Das ist eine starke Energie gerade hier. Die Karte der Narr und die Königin der Stäbe. Das Gefühl ist, eine Person will hier eine verrückte Sache machen. Also das ist hier so ungefähr, schau mal, ich bin verrückt nach dir, damit du es verstehst. Also ich bin sowas für verrückt nach dir, dass ich ganz genau weiß, dass du die Person bist. Du bist die Person in meinem Leben. Also was ganz anderes brauche ich ja nicht mehr. Ich bin mit dir zufrieden. Ich fühle mich vollkommen bei dir. Ich bin verrückt nach dir. Und ich trenne mich, ich lasse mich scheiden, weil ich nicht glücklich bin, da wo ich bin. Und ich möchte bei dir sein. Punkt. Punkt der Geschichte. Eine Person hier wird eine klare, verrückte Handlung machen. Und das ist, ich lasse meine Familie hinter mir, ich lasse mich scheiden. Denn ich bin verrückt nach dir. Das ist, was ich hier spüre, Steinbock. Die andere Sache ist hier auch, ich würde jetzt meine Bedenken haben. Ehrlich gesagt, du weißt, ich bin schon etwas skeptisch. Und ich kann auch manchmal durch meinen Ego reden. Aber das, ich bin ja auch nur ein Mensch, ja. Also die Sache, ich hole mir jetzt mehrere Karten und wir schauen weiter, weil ich könnte dir jetzt hier was anderes sagen, aber die Energie zeigt sich sogar, dass das Universum, dass Gott, die Engel, dass den Schicksal so will. Das ist die Sache hier.
Wenn ich eine ganz andere Kombination von Karten hätte, würde ich dir vielleicht was ganz anderes sagen. Ich würde dir sagen, vorsichtig, weil die Person ist tatsächlich, aber die Energie sagt mir, dass das Universum, dass dein Schicksal es für euch so bestimmt hat. Dass wir hier mit einer Bestimmung zu tun haben, mit Zwillingsflamme zu tun haben. Menschen, die gegenseitig Liebe spüren, zwei Personen, die gleich sind, zwei Seelen geteilt, also eine Seele geteilt in zwei Körper. In zwei Körpern, das, was ich hier habe. Eine Seele in zwei verschiedenen Körpern. Und diese zwei Personen müssen zusammen sein, zusammenkommen. Gut, ich meine, man sollte es versuchen, ja? Also warte mal kurz, Steinbock. Ich hole mir mehrere Karten. Deine Energie ist Minimum interessant. Und schau mal jetzt, auf den Wölfen, Sternzeichen Krebs und die Nummer 12. Und ich sage dir, bei Sternzeichen Krebs und Sternzeichen Löwe gibt es momentan auch eine ziemlich interessante Energie, die ich bei dir gerade spüre. Entweder gibt es hier eine Synchronisierung oder eine Verbindung oder irgendwie, das kannst nur du wissen in deiner Situation, ja. Ich sehe den Schicksal hier. Das ist Schicksal pur. Das ist eine starke Legung. Das ist eine starke Legung. Du siehst ja Sternzeichen Löwe, Schütze, Widder, Wassermann, Fische, Stier, Waage, Zwilling. Geh fuerte, du. Wow, wow, wow. Halt dich fest, Steinbock. Oh mein Gott. Steinbock, das ist Liebe pur. Aber bei wem hatte ich das gehabt? Ich glaube, das war Sternzeichen Stier. Warte mal kurz. Ja, bei Sternzeichen Stier hätte ich nur weinen können. Für KW 43. KW 43, wenn du dir diese Legung anschauen möchtest. Wow, ich bekomme keine Luft gerade. Also diese Legung von Sternzeichen Stier, das war die Legung des Jahres, ja. Also da hätte man auch nur weinen können, ja. Also, weil das ist da, wo du das Gefühl bekommst, ich liebe dich, du liebst mich. Aber wenn ich über Liebe rede, rede ich über Liebe, über die Seele. Also unsere Seelen brauchen sich. Unsere Seelen, ja, ich meine, eigentlich rede ich ja über eine Seele und zwei Körpern. Deswegen zieht sich das an. Also beide Menschen ziehen sich an. Ja, weil die sehen sich, die brauchen sich, ja. Aber das Gefühl, dass das halt nicht möglich ist, weil ich verheiratet bin oder du verheiratet bist oder wir lieben eigentlich sogar auch unseren jeweilige Partner, also wir haben ja nichts dagegen, also irgendwie ist das so, ich bin glücklich in meiner Familie eigentlich, aber jetzt treffe ich dich irgendwo, vielleicht, was weiß ich wo, und ich sehe dich, ich erkenne dich, und weil ich den Schicksal so will, ja, ich sehe dich, ich erkenne dich, ja, du bist, wir haben die gleiche Seele, also wir teilen eine Seele zusammen und man könnte nur weinen, ja, also das ist das Gefühl tatsächlich. Ja, also es berührt mich wahnsinnig die Energie, weil es ist genau wie gesagt bei Sternzeichen Stier, es war das Ähnliche, ja, also ich sehe dich und ich sehe dich, ja. Das ist die Energie bei dir, Steinbock. Wir reden hier immer über Liebe oder versuchen. Es kann für dich eine andere Sache oder eine andere Situation sein mit einer anderen bestimmten Situation, natürlich. Aber wenn das jetzt Liebe für dich ist und das darüber spricht, also das ist eine starke Energie. Wir reden hier über Zwillingsflamme und das ist schon mal sicher. Ja. Und, aber es gibt irgendwie, es gibt sehr wahrscheinlich eine komplizierte Situation. Die Karte, die Liebenden, spricht immer für Chaos. Ist immer Chaos. Warum? Weil eine Person leidet. Habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Eine Person leidet immer.
Und niemand will das, ja. Also niemand möchte wehtun, ich möchte niemanden verletzen, ich möchte, damit ich glücklich werde, nicht jemanden verletzen zu müssen. Obwohl, ich sage dir jetzt eine Sache, Steinbock, die Person, die dich liebt, lässt auch los. Ich lasse los, weil ich dich liebe. Ja. Und da ich möchte, dass du auch glücklich wirst und du willst dein Glück woanders suchen oder woanders finden und ich liebe dich aber auch. Ich lasse los, weil ich dich auch glücklich sehen möchte. Ja. Was anders spricht nicht für Liebe, was anders spricht für Egoismus. Und das ist einfach so. Zweite Stäbe in der Mitte, Steinbock. Zwei, der Stäbe in der Mitte. Und das spricht für eine Entscheidung. Eine Dualität. Und diese Dualität ist in dieser Legung deutlich. Das spricht für eine Person, die irgendwie sehr stark am Nachdenken ist. Also ich bin stark am Nachdenken. Denn ich möchte eine Lösung oder ich möchte was machen oder ich möchte hier eine Handlung oder was machen. Ich möchte hier eine Entscheidung treffen. Steinbock, hier gibt es eine starke Anziehung und ich meine, was soll ich dir hier sagen? Das ist die Energie, die sich zeigt. Ja? Also die Karte Puppe der Stäbe, Feuerelement ist bei dir, Sternzeichen Löwe, Schütze oder Sternzeichen wieder. Ich spüre hier, und dann die Königin der Stäbe, es kann Altersunterschied geben. Es ist normal, weil wenn wir über Zwillingsflamme reden, oder Seelenpartnern sogar, es kann diesen Altersunterschied da sein, einen großen Altersunterschied. Es gibt aber mehrere Unterschiede, vielleicht die Nationalität auch, Aussehen, ja. Die Sache ist, es gibt eine starke Anziehung, also das ist aber gegenseitig. Zwei Menschen, die nochmals, ich spüre diese starke körperlich Anziehung, nämlich auch. Die Anziehung ist überall hier. Es ist nur jetzt Körper, sondern auch die Seele. Also das ist eine, so eine Situation ist hier. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist so. Aber es kann schon, wie gesagt, eine Entscheidung hier muss getroffen werden. Und darüber reden wir die ganze Zeit. Warum? Weil es kann schon hier eine andere Person sein. Ja. Ich sehe hier diese Situation, also ich spüre auch hier eine Person, die sehr wahrscheinlich vielleicht mit dir dich sehen möchte, mit dir ausgehen, dich einladen will, vielleicht was trinken gehen oder eine Person möchte irgendwie, wow, das ist eine starke Energie hier. Ich sehe eine Person, die irgendwie, entweder eine Person, die verheiratet ist, eine Person, die in einer Beziehung ist, eine Person, die sich wie gefangen fühlt, also ich fühle mich in dieser Situation, wo ich mich gefangen, ich fühle mich wie gefangen, ja, ich kann mich, ich weiß nicht, wie ich mich befreien kann von dieser Situation, ich fühle mich wie gefangen, aber, schau mal bitte von meiner Karte, was gekommen ist. Body Care. Eine Person, ein Foto, ein Mann. Aber diese Person trägt ja einen Verlobungsring. Ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst, aber diese Person trägt schon einen Verlobungsring. Diese Person ist verheiratet oder in einer Beziehung. Und muss vorsichtig sein eigentlich, weil die Person ja in einer Beziehung ist. Es gibt hier einen Top Secret. Das ist von meinen Karten jetzt, ja. Wir reden hier über einen Top Secret. Einen Geheimnis. Wir reden über einen Geheimnis, weil, ja, weil man das hier nicht wissen soll, weil darüber nicht gesprochen wird, weil niemand das erfahren soll. Es gibt einen Top Secret hier, Steinbock. Ja, einen Top Secret. Top Secret kam jetzt mit dieser Karte. Mit der Königin der Stäbe.
Steinbock, für eine Gruppe rede ich natürlich über Liebhabern, ja. Liebhabern, Liebhaberin, wie auch immer. Also, das ist hier. Nur für eine Gruppe, aber das ist hier. Augen auf. Und die Unterschiede. Also, ich weiß nicht so genau, was diese ganzen Tieren, aber ich denke, wir reden über Unterschiede zwischen zwei Personen auch, dass zwei Menschen sehr unterschiedlich sind. Schau mal bitte jetzt, Steinbock. Von diesem Orakel kam für dich, erlaube dir, den anderen zu sehen, wie er ist. Genau, vorsichtig vielleicht mit dieser Idealisierung, ne? Also erlaube dir, den anderen zu sehen, wie er ist. Und dann kam, entwickle Vertrauen in eure Liebe. Entwickle Vertrauen in eure Liebe, natürlich. Ohne Vertrauen, nirgendwo kann man damit ge ohne gehen, ja? Ja, entwickle Vertrauen. Kam nämlich auch hinter den Deck, wage es, offen und verletzlich zu sein. Also wage es, offen und verletzlich zu sein. Also vertraue und lass dich gehen und genieße es und ja, also sei so wie du bist und liebe, als wärst du nie verletzt worden. Wie schön, oder? Also liebe, als wärst du nie verletzt worden. Wow, was für eine schöne Karte, oder? So werde ich deinem Video den Titel geben. Also tatsächlich, das müssen wir alle machen. Also Liebe, als wärst du nie verletzt worden. Wie schön, oder? Wunderschön. Also Steinbock, ich hole mir nur die paar Karten. Also hier habe ich die Karte Jean. Ist das dich gewesen? Ich denke schon, oder? Warte. Ja. Ja, über diese Entscheidung reden wir ja die ganze Zeit, ne? Ich habe dir gesagt, auf den Wölfen, Sternzeichen Krebs und die Nummer 12. Sieben, sieben. Man möchte hier wirklich eine Entscheidung treffen, ja? Ja, die Dualität ist da. Ich denke, die Gespräche kommen. Wow. Die Karte das Gericht und die Karte die Gerechtigkeit. Es kommt hier eine wichtige Kommunikation, ne, Steinbock. Eine sehr wichtige Kommunikation. Weil das wird vieles verändern, ne? Es ist der einen Schluss hier. Königin der Kelche. Nochmals das Gericht. Sternzeichen Fische, Krebs, Skorpion. Die Karte die Sonne, Sternzeichen Löwe, Schütze. Ja. Also eine Person schaut in der Zukunft, eine Person fokussiert sich in der Zukunft und möchte wirklich, ist sehr stark am Denken und ich sehe Babys hier, Steinbock. In manchen Fällen, manche von euch haben sogar Babys oder die andere Person hat Babys. Ich meine, die Situation zeigt sich vielleicht kompliziert, weil sogar Babys hier sind. Also irgendjemand hat hier sogar Babys. Aber diese Leidenschaft ist nicht zu fassen hier. Also eine Person ist sehr stark. Also Sternzeichen Löwe muss ich nochmals dazu sagen. Ja? Nicht nur. Sternzeichen Wassermann, Widder, Fische, Steinbock, sehr präsent bei dir. Wie du, Steinbock, Krebs, Skorpion. Schütze, Waage, Zwilling, die Königin der Kelche.
Aber jetzt kam die Königin der Kelche auf den Kopf. Wenn die Königin der Kelche gerade spricht für eine Person, die verliebt ist, auf dem Kopf ist eine Person, die eigentlich nicht mehr verliebt ist. Ja? Was ich hier aber sehe, Steinbock, wie ich dir vorher gesagt habe, ist eine Person, die was vorhat. Eine Person hat vor, hier eine verrückte Sache zu machen. Und das hat mit doch einer Entscheidung zu tun. Denn eine Person hier eigentlich weiß schon, was möchte. Ich weiß schon, was ich für meine Zukunft möchte. Ich weiß schon. Und ich möchte mit dieser Person zusammen sein. Und ich werde dafür alles tun. Ich werde dafür alles tun. Aber ja, denn Schicksal ist hier auch sehr präsent bei dir, habe ich dir ja gesagt, oder Steinbock? Also dein Schicksal ist stark hier. Also das Gefühl wäre, die Person hat natürlich Angst, die Person, ja, weil hier, ja, Babys sind auch. Hier sind Babys. Hier sind Babys, aber die Sache ist, hier ist Familie tatsächlich, aber eine Person möchte irgendwie diese wichtige Entscheidung treffen. Eine Person, ich denke, jemand wird hier eine wichtige Kommunikation machen oder sogar zum Beispiel, dass eine Person sagt, schau mal, ja, wie ich dir vorher gesagt habe, Steinbock, dass eine Person dir sagt, schau mal, ich möchte mit dir, ich möchte mit dir. Ich lasse mich scheiden und ich möchte mit dir eine Beziehung anfangen. Die Mäßigkeit zweimal. Wir reden hier auch über eine Führung. Gell? Also die Mäßigkeit, Sternzeichen Schütze, sehr präsent bei dir. Und Steinbock wie du nämlich auch. Jemand möchte hier eine Situation verlassen. Eine Person möchte von dieser Komfortzone rausgehen. Eine Person möchte sich hier wagen. Und das hatten wir hier jetzt gehabt. Ja. Also wage es, offen und verletzlich zu sein. Also eine Person wird sich hier wird es wagen, irgendeine verrückte Sache zu machen. Das denke ich schon. Steinbock, das ist die Energie, die du hier hast für dich. Also warte auf eine wichtige Kommunikation hier. Das sehen wir jetzt da mit der Gerechtigkeit. Und ich spüre hier eine wichtige Sache für dich. Ja. Oder ich sage jetzt mal so, das zeigt sich hier, also das ist, was wir hier haben. Wir wissen ja, wie ich mir sage, Steinbock, wir sind alle realistisch, oder? Also wir sind ja alle realistisch, oder? Also die Gerechtigkeit ist in keinem Land auf der Welt schnell. Die Gerechtigkeit ist nie schnell. Wir reden über eine Situation, die Zeit braucht, weil ich kann heute nicht sagen, ich möchte mich scheiden lassen und heute Abend um 8 Uhr abends bin ich schon geschieden. Ja, das läuft nicht so. Das nimmt Zeit. Die Energie zeigt sich. Die Energie ist nicht unbedingt schnell. Was du bekommen willst, du wirst sehr wahrscheinlich doch diese Wahrheit bekommen. Du bekommst eine wichtige Mitteilung, eine wichtige Kommunikation, dass die Person vielleicht dir das doch mündlich sagt. Aber dann wird einen Prozess ergeben. Es gibt hier einen Prozess, natürlich. Es ist ein Prozess hier. Und eine Entscheidung. Die Nummer 222 kommt oft das bei dir. Ja. Starke Energie. Steinbock, ich bin bei dir nochmals. Genauso wie bei Sternzeichen Krebs und bei Sternzeichen Löwe. Und vielleicht sogar, ich weiß nicht bei wem noch, aber bei dir ist schon so eine Energie von,
Wow, wir reden hier über einen Zyklus, wir reden hier über neue Anfänge und wir reden hier über einen Zyklus. Wir reden schon über einen Zyklus hier. Ja. Ja. Und nochmals, jemand ist hier nochmals sehr am Nachdenken, ja, weil eine Person ist hier am Pläne machen, das muss ich dir schon sagen. Also Steinbock, das ist die Energie, die sich hier für dich zeigt. Die Entscheidungen sind da, man merkt, es muss hier eine Entscheidung getroffen werden. Und aber wie gesagt, ich spüre hier schon eine positive Veränderung für dich. Mit Geduld, mit Zeit, aber die Veränderung ist positiv. Ja, also das muss ich schon dazu sagen. Steinbock, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön für deine unendliche Unterstützung. Unendliche Unterstützung und bis bald, ja? Dankeschön. Tschüss, Steinbock.